Grüßt euch, ich bin ein Chio-Tipp. Und zwar Hot Cheese. Bei mir da ihr aufpassen, weil da verbrennst der Schnellfinger. Ja, wirklich? Und ich bin der Osterhaus. Ich habe nämlich Kuhflecken drauf. Und jeder Osterhaus hat mittlerweile Kuhflecken drauf. Aber ihr müsst aufpassen, dass sie kein BSE haben. Was? BSE? Bei einem Hasen? Ja, wie gesagt, ich habe Kuhflecken. Ja, geh, okay, bloß als Kuhflecken hast du erst eine kleine BSE haben. Das ist ja gleich so, wie wenn's Pferdefleisch drin hättest. Ja, ich bin doch bloß ein Osterhaus mit Kuhflecken. Ja, schon, aber du bist aus Schokolade. Das soll nicht sein, aber ich kann ja nicht einfach ein Pferd drin sein. Möglich ist alles. Ja, du bist schon ein Pessimist, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich bin aber ein Osterhaus, ich bin doch kein Pessimist nicht. Man muss doch alle Möglichkeiten mal durchdenken. Weil denk doch an die Menschen. Ah, an die Menschen. Denk mal du an die Menschen, hey. Das sind totale Arschlöcher. Die haben uns hergestellt. Hey, ich bin ein Hot Cheese. Was soll denn ich sagen? Mir brennt die ganze Zeit das Arschloch. Mir brennen meine Augen. Es brennt, man weißt schon. Ich bin einfach ein Hot Cheese. Hey, das ist brutal. Hey, was soll denn ich sagen, hey, wenn ich zum Scheißen mache? Das brennt aber jetzt auch. Hey, bei den Kanalarbeiter in die Augen, du, das brennt auch nochmal brutal. Du wirst ja nicht denken, dass die Menschen irgendwie gescheit sind oder dass man denen was Gutes tut. Ja, ich weiß auch nicht. Eigentlich hast du recht, gell, sind schon recht die Arschlöcher. Ha, dann hau jetzt lieber mal ab mit meinen Kuhflecken. Ha, der Tipp, das ist einer. Ja, eigentlich hat er recht, gell. Ja, freilich habe ich recht. Der Oster aus scheiß Zintos. Haben wir eine Geschichte da. Ja, freilich. Hey, wer kommt denn da her? Hey, wer bist denn du? Ich bin der Power-Up. Wer, der Power-Up? Wer ist denn das? Ja, ich bin mit Kohlensäure. Ja, das bringen wir jetzt auch nicht recht von mir. Ich bin der Chili-Dip. Ich bin nicht der Hot Cheese, ne? Da darf ich aufpassen, weil wenn du ein Feuer brauchst, dann gangst du ins an, gell, weil das brennt auch. Ja, das ist ja echt lustig, was ich jetzt gesagt habe, gell? Finde ich eigentlich gar nicht lustig. Hab ich gelacht, oder was? Ey, willst du mich verarschen, oder was? Willst du mir blöd von der Seite noch gehen? Ey, ich sag's dir, das sollst du nicht mehr mit mir machen, weil ich bin nämlich ein Hot Cheese. Ja, und ich bin ein Power-Up mit Kohlensäure. Von Liquid Drink. Ich bin sowas ähnliches wie Red Bull. Ja, jetzt erzähl mir nicht, wo du herkommst und alles. Das interessiert doch keine Sau. Ja, jetzt bin ich mal stark, lass mich mal erzählen. Die Leute mögen das missen. Ich bin eigentlich... Bin ja sowas bei Red Bull. Bloß viel billiger. Viel billiger bin ich. Und ich bin von der Metro. Mir gibt's nur im Sonderangebot. Und wenn mich der Benno dringert hat, dann darf er mich kaufen, weil ich so billig bin. Wo ist der Benno? Wer ist denn das? Ah, der Benno. Das ist ein Friedl, sein Vater. Was? Was ist ein Friedl, sein Vater? Leck, das ist doch der, der mit dem Stadler alles zusammenwohnt. Ja, genau, der. Der war schon mal bei Altrust in der Nebenrolle mitgespielt hat. Echt? Bei Altrust? War fix. Das ist echt krass. Ich bin bloß ein Hot Cheese und der ist gleich ein Altrust. Ja, ich weiß schon, das ist echt der Wahnsinn, gell? Nein, jetzt mal ohne Scheiß, wer ist denn der Altrust? Ah, keine Ahnung, den kennt irgendwie keiner so richtig. Ah, das ist irgendwie einer. Der hat gesagt, dass der Stadler alles recht gut sein soll. Und der hat eine Filmkritik gekriegt, so eine blaue Blume oder irgendwie sowas. Ah, du meinst ein Altrust? So heißt jetzt nicht mehr Himbeere, das heißt der Altrust. Ah, okay, ein Altrust. Wie kommt man eigentlich auf so einen Namen? Altrust. Ja, ich hab gehört, das ist das Gegenteil von Egoist. Ah, das Gegenteil von Egoist. Keine Ahnung, was soll man sich jetzt darunter vorstellen? Hey, ich bin ein Altrust. Ich bin das Gegenteil von einem Egoisten. Ja, was macht man da so? Ja, ich mach lauter gute Sachen. Für Neger. Für Neger sagt man nicht. Sag mal, wo kommst denn du her? Ich komm aus der Metro. Dann lauter hochgestochene Leute, die reden immer so daher. Ja, dann kannst du auch nichts dafür, das liegt an der Erziehung, gell? Ja, weiß auch nicht. Sag's an Benno. Ah, der Benno, der hat letztes Mal erzählt, dass der Philo ihm schon wieder auf seinen Rucksack geschissen hat. Was, auf seinen Rucksack? Das macht man doch nicht. Ja, eigentlich hat er es verdient, der Benno. Warum noch? Das hat keiner verdient. Ey, ja, der schon. Das ist ein rechter Grattler, weißt du, der führt sich immer recht auf. Meint, dass er der Allergrößte ist und der hat gar nichts in der Birne. Gar nichts in der Birne? Okay, das gibt's ja gar nicht. Verzeih. Ja, weißt schon. Da hört immer so, Freddy, sperr dein Zimmer nicht zu.
erzähl jetzt weiter. Sidi, sperr dein Zimmer nicht zu. Weil sonst wird's mir mal kalt. Da brauch ich mal 10 Decken. Ach so, ja, dann hättest du halt ein gescheites Haus gebaut. Oder hättest du bei deinen Eltern wohnen. Dann wäre das nicht passiert. Ah, okay. Ja, okay, bin der Benno. Cut.